Achte besonders gut auf dich am 8. April, denn dieser Tag kann vieles verändern. Während eine fesselnde Sonnenfinsternis am Himmel erscheint, werden auch deine innersten Gefühle und spirituellen Energien aufgewirbelt. Doch inmitten dieses kosmischen Spektakels lauern auch große Herausforderungen, die deine innerste Stärke erfordern könnten. Sei bereit, dich liebevoll zu umsorgen und mit aller Kraft gegen die möglichen Auswirkungen anzugehen. Dein Pfad an diesem Tag wird von einer inneren Stärke, deinen Lebensumständen und deiner spirituellen Reise bestimmt sein. In diesem Video erkläre ich dir, warum das so ist. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nirjana Kardinal. Ich bin Heilmedium und Buchautorin und unter diesem Video findest du einen Link zu dem Buch Das kosmische Wissen von Andromeda. Außerdem habe ich noch weitere Links unten für dich eingefügt und zwar gibt es verschiedene kostenlose Angebote von Smarana, die du nutzen könntest. Schau einfach mal rein, was dir davon gefällt. Ja, und heute in diesem Video werden wir die ungewöhnlichen astronomischen Ereignisse betrachten, die totale Sonnenfinsternis und der Neumond am 8. April an einem Tag zusammen. Wir werden die Sonnenfleckenaktivität anschauen, wir werden Pluto im Wassermann anschauen und wir werden gucken, was das für die Länder Deutschland, Österreich und die Schweiz alles bedeutet. Also, und ich möchte jetzt mit dir beginnen mit der Sonnenfleckenaktivität, mit der Geschichte. Ihr wisst vielleicht schon, dass ein Sonnenzyklus ungefähr 11 Jahre dauert und am Beginn dieser 11 Jahre, also am Beginn dieses Zyklus, ist die Sonnenaktivität relativ wenig und steigert sich dann bis zum Ende des Zyklus in viele, viele Eruptionen und Flares. Und wir befinden uns jetzt so am Ende des Zyklus, das heißt also, deswegen ist die Sonne sehr, sehr aktiv und bringt uns auch eine gewisse Art der Unterstützung für unser Bewusstsein, für unsere persönliche Entwicklung. Die Beobachtung und Verfolgung der Sonnenzyklen ist wichtig für uns, da sie Auswirkungen auf die Erde haben können. Intensive Sonneneruptionen können beispielsweise Störungen im Erdmagnetfeld verursachen, die Kommunikationssysteme stören oder sogar Stromnetze beeinträchtigen, das wisst ihr schon. Aber, und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, die Sonneneruptionen oder alles, was auf der Sonne geschieht und wenn dann eine große Eruption kommt und die Wellen auf die Erde strömen, können unser Bewusstsein erreichen und dann auch die Funktion der Zirbeldrüse unterstützen. Das heißt also, je mehr Licht von der Sonne auf die Erde fließt, umso mehr haben wir die Möglichkeit, in unserem spirituellen Bewusstsein zu wachsen. Die Zirbeldrüse spielt eine wichtige Rolle bei der Entwicklung des Bewusstseins und unserer Wahrnehmung. Also sie steht nicht nur dafür, dass wir mit dem dritten Auge sehen, sondern sie ermöglicht es uns auch mit unseren Fähigkeiten gut voranzukommen, unsere Fähigkeiten, also unsere spirituellen Fähigkeiten auszudehnen, auszuweiten. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns um unsere Zirbeldrüse kümmern. Jetzt haben wir den Neumond und die Sonnenfinsternis an einem Tag. Und das gibt eine ganz intensive Energie. Diese Energie vom Neumond her wissen wir, bringt das immer etwas Neues, was wir beginnen können. Und das wird sehr unterstützt durch die Sonnenfinsternis, durch diese besondere Konstellation, wo also der Mond vor der Sonne steht und wir dann dadurch nur so einen Ring, so ähnlich wie hier, sehen von der Sonne. Und in dem Moment uns vielleicht unserer Dinge bewusst werden, die wir noch nicht gelöst haben. Deswegen sei vorsichtig an diesem Tag und pass gut auf dich auf. Es könnte sein, dass du insgesamt erinnert wirst an Dinge, die du noch nicht gelöst hast, die sich dann verstärkt zeigen. Und wenn das so ist an diesem Tag, weißt du genau, das liegt an der Energie dieses Tages.
und ist ein Hinweis darauf, dass du etwas für dich tun sollst, dass du diese Dinge anschauen sollst, damit du sie dann auch lösen kannst. Und das ist ganz wichtig für das spirituelle Bewusstsein, für das Weiterkommen. Und das ist etwas, was jeder individuell besonders spürt. Und diese Erneuerungsenergie zusammen mit der Sonneneruption bringt auch gewisse Energien auf die Erde, die jetzt nicht nur uns persönlich betreffen, sondern auch das Kollektiv, die Menschen, Familie. Und da können auch viele Dinge nochmal aufpoppen, die vielleicht gar nicht so gerne gesehen werden, die dann transformiert werden müssen, damit sich etwas Schönes daraus ergibt oder eben etwas aufgearbeitet wird. Also das heißt, im April insgesamt geht es ziemlich heiß her mit den Energien. Und allein durch dieses große Ereignis am 8. April rutschen wir so richtig intensiv in diese Energie hinein. Und jetzt kommen wir zum Pluto im Wassermann. Diese Konstellation, die wird uns ja jetzt wirklich einige Jahre begleiten. Und die hat sehr, sehr hohe Auswirkungen, auch in individueller und kollektiver Ebene. Das heißt also, es sind verschiedene Einflüsse möglich, die Transformation und Erneuerung betreffen. Und gerade dann, wenn wir den 8. April haben, ist diese Energie zusammen mit den anderen Energien enorm stark. Das heißt also, wir haben eine transformative Kraft von Pluto und vom Wassermannzeichen haben wir Innovation, Fortschritt und kollektive Bewusstseinsveränderungen. Das heißt, es könnten einige Menschen tatsächlich erwachen an diesem Tag, so intensiv werden die Energien sein. Und wir werden dann auch gleich auf Deutschland, Österreich und Schweiz schauen und gucken, was jetzt dieser Tag an besonderen Energien für diese Länder hat. Es können, jetzt mal ganz allgemein gesagt, wirklich auch noch revolutionäre Ideen entstehen und einen gesellschaftlichen Wandel durch Pluto besonders begünstigen. Das heißt also, über den Wassermann haben wir ja das Zeichen der Individualität, Freiheit und Fortschritt, was der Wassermann uns bringt. Und mit Pluto könnte sich da etwas Revolutionäres daraus ergeben. Also ist es abzuwarten, inwieweit diese Energie dann in der Politik sich widerspiegelt und bestimmte Ereignisse vielleicht entstehen können. Zusätzlich gibt es aber auch einen Drang oder eine Energie, die den Sinn für Gerechtigkeit schärft und Gleichberechtigung im Kollektiv ja unterstützt und uns nochmal das Bewusstsein öffnet, dass wir doch eigentlich alle gleich sind, dass wir alle Teile einer großen Menschenfamilie sind und dass wir, wenn wir unseren Fokus auf den Frieden legen, ganz viel bewirken können. Und das möchte ich euch bitten, besonders an diesem Tag immer wieder Frieden, Frieden, Frieden zu manifestieren, ihr Lieben. Das ist mir äußerst wichtig. Obwohl Pluto letztendlich zu Transformation und Wachstum führt, können seine Energien auch zu Herausforderungen und Umbrüchen führen. Das heißt also, es kann sich plötzlich ganz viel ändern ab dem 8. April. Und insbesondere, wenn es darum geht, alte Strukturen und Muster loszulassen. Das ist also auch ein Tag wirklich der Heilung und Regeneration. Also wenn ihr am 8. etwas tun möchtet, dann nehmt eine Heilsitzung. Nehmt euch was vor, was in euch liegt, was gerne geheilt werden möchte und tut es dann an diesem Tag. Durch die Energien wird diese Heilsitzung besonders intensiv unterstützt. Was natürlich auch noch an diesem Tag oder dann ab dem 8. April sein wird, es kommen immer mehr Lügen. Also man hält es nicht für möglich, wie viele Lügen aufgedeckt werden und das geht ewig weiter, ewig weiter. Also eine Offenlegung von weiteren Lügen und Veränderungen in der kollektiven Wahrnehmung, in der kollektiven Psyche ereignet sich. Also die Masse, das Kollektiv der Menschen wird manche Dinge anders wahrnehmen als vorher. Jetzt muss man da genau unterscheiden, ob das durch die Angstmacherei der Medien geschieht oder ob das durch die, also es kommt immer darauf an, die Ausrichtung, die die Menschen haben. Und manchmal kann es also auch von alleine etwas Positives sich daraus entwickeln. Und für die Menschen, die jetzt sehr im Kollektiv verhaftet sind,
kann es sein, dass sie noch mehr in die Angst hineinkommen und da sehr viel transformiert werden muss. Und für andere Menschen wiederum, die sehr verbunden sind mit ihrer Seele, die können dadurch einen großen Schritt in die Heilung gehen, in das Loslassen von alten Dingen. Ja, und jetzt schauen wir uns mal unsere drei Länder an. Ich beginne mit Deutschland, danach kommt Österreich und dann die Schweiz. Also die Energien für Deutschland, die jetzt ab dem 8. April uns ja im Empfang nehmen, uns berühren und uns den Weg zeigen, sind dermaßen, dass man in Deutschland den Weg ebnet, um spirituelle Gemeinschaften zu gründen. Also es werden sich mehr Menschen zusammentun, mehr Menschen zusammenfinden. Es wird auch mehr Zentren und Gruppen geben, die in einer bestimmten Gemeinschaft zusammenleben. Das ist eine wunderbare Sache. Also man wird gemeinschaftliche Ziele und spirituelle Entwicklungen haben, die also auch noch das verstärkte Interesse an alternativen spirituellen Praktiken weckt bei vielen Menschen und dadurch eine größere Offenheit für die Spiritualität entstehen. Der zweite Punkt wäre die Transformation des Bewusstseins. Das heißt also, über Pluto, der ja für tiefgreifende Transformation und Regeneration steht, ist es möglich, dass für einige Menschen ein Prozess der Verjüngung beginnt. Und diese Verjüngung, die beginnt tatsächlich innerhalb des Körpers in den Zellen und wird durch diese ganze Energie am 8. April beginnen. Das heißt also, man könnte jetzt, wenn ihr das gerne auch für euch möchtet, euch am 8. April mit euren Zellen verbinden und dann auch von der geistigen Welt um verstärkte Regenerationsenergien bitten. Das wird einen größeren Effekt für euch haben. Das heißt also, wir kommen dadurch dann auch in eine bestimmte Transformation unseres Bewusstseins und haben einen tieferen Sinn für unsere eigene Spiritualität. Der Wassermann ist ja ein Zeichen des Fortschritts und der Innovation. Und aus dieser Energie könnte in Deutschland dann die Aufgeschlossenheit für neue spirituelle Ideen und Ansätze sich weiter verbreiten. Das heißt also, man erkennt die Grenzen der traditionellen Vorstellungen über die Spiritualität und öffnet sich nach außen, um da noch mehr drüber zu erfahren. Und die Energien der fünften Dimension sind tatsächlich intensiver spürbar. Das war jetzt Deutschland. Jetzt kommen wir zu Österreich. In Österreich haben wir auch eine besondere Verbundenheit unter den Menschen. Und es wird auch viel in die spirituelle Gemeinschaft hineingedacht. Und in Österreich kann ein verstärktes Bewusstsein für die Verbundenheit aller Lebewesen entstehen, wo man auch die Tiere mit einbezieht. Das ist eine wundervolle Entwicklung und die Zunahme von spirituellen Gemeinschaften und Gruppen, die sich für transformative Ziele engagieren, wird man auch ab dem 8. April in Österreich vermerken. Und das beginnt. Das heißt also, es wird längere Jahre dann so sein. Was wir auch haben, dass wir in Österreich eine verstärkte Neigung verspüren zu spirituellen Innovationen und der Kreativität in diesem Bereich. Das heißt also, immer mehr Menschen öffnen sich diesen Gebieten und beginnen dann auch zu diesen Gruppen zu kommen. Also es werden letztendlich mehr Menschen erwachen. Und man wird sich auch mehr für Transheilung und interdimensionale Reisen interessieren. Übrigens, wer beim Arcturus-Webinar dabei war, weiß, dass wir dort ganz spezielle interdimensionale Reisen zum Arcturus und mit den Arcturianern unternommen haben und kann genau einschätzen, was das bedeutet, was ich hier sage. Wichtig ist es zu wissen, dass wir durch den Wassermann auch sehr viel Gleichgerechtigkeitsenergien bekommen in Österreich, dass man auf soziale Gerechtigkeit achtet und dass die Menschen in Österreich nach
sozialer Gerechtigkeit und Förderung des Wohlergehens aller Lebewesen streben. Und das ist eine sehr schöne Entwicklung, weil ja dadurch auch ganz viel Frieden in das Land einziehen kann, wie gesagt, ab dem 8. April. Jetzt kommen wir dann noch zu der Schweiz. In der Schweiz haben wir eine verstärkte Betonung von spiritueller Innovation und Forschung. Das heißt also, man interessiert sich jetzt in der Schweiz noch mehr von den Verbindungen der Spiritualität zur Wissenschaft. Und dadurch werden neue spirituelle Erkenntnisse entstehen und auch wird man Wege für einzelne Menschen in der Schweiz für eine persönliche Entwicklung kennenlernen, die man vorher nicht so sehr gekannt hat. Das heißt also, es wird eine Zunahme von spirituellen Studien und Forschungsprojekten geben, die über die Wissenschaft her bestätigt werden. Und das ist ein riesengroßer Schritt. Und ich kann nur sagen, wow, ich bin gespannt, was da von der Schweiz zu hören sein wird. Und das beginnt ab dem 8. April. Den Blick auf die Quantenverschränkung und den Blick auf Parallelwelten, auch das wird man in der Schweiz vermehrt offen annehmen und sich damit befassen. Also da sind persönliche Bewusstseinssprünge schon irgendwie sogar vorprogrammiert, könnte man sagen. Und auch in der Schweiz nehmen die spirituellen Gemeinschaften zu. Also dieser Wunsch, in einer spirituellen Gemeinschaft zu leben, wird auch in der Schweiz stärker zu spüren sein als jetzt im Moment. Und man wird auch den Wunsch haben, gemeinsam bestimmte spirituelle Ziele zu erreichen und auch verschiedene Lehren zusammen auszuprobieren und immer wieder mit dem wissenschaftlichen Erforschen und Erkenntnissen zusammenbringen. Das heißt also, in der Schweiz haben wir intensiv diesen Blick auf die Spiritualität in der ganzheitlichen Sichtweise, also Körper, Geist und Seele mit der Technik zusammen. Und das ist etwas wirklich Fortschrittliches, was wir ja uns eigentlich alle wünschen. Und das wird also jetzt in der Schweiz beginnen. Und ich freue mich schon sehr auf eure Berichte oder auf eure Gefühle, was ihr da mir dazu zu sagen habt. Und in Telegram werde ich euch nochmal eine Zusammenfassung für die drei Länder schreiben, damit ihr es nochmal in Ruhe nachlesen könnt, weil es ist schon wichtig, dass man das alles weiß und dass man gut darauf vorbereitet ist. Denn mit dieser Vorbereitung wirst du auch in der Lage sein, dein Bewusstsein ganz gezielt auf verschiedene Punkte zu lenken und dadurch eine Erweiterung erhalten. Und das ist tatsächlich ein großes Geschenk, was wir bekommen von der Sonnenfinsternis und von dem Neumond. Und wenn es geht, nehmt euch an diesem Tag ein bisschen Zeit. Kümmert euch jetzt nicht so sehr um die alltäglichen Dinge, sondern wenn es möglich ist, nehmt euch am Nachmittag oder so mal 1-2 Stunden, wo ihr euch tatsächlich nur um euch selbst kümmert und wo ihr vielleicht ein bisschen meditiert oder im Wald spazieren geht, um dann am Abend, wenn ihr im Bett seid, tief in die Meditation hineinzugehen und diese wundervollen Energien einzuladen, damit sie dann auch für euch wirken. Und das könnt ihr in eurer eigenen Geschwindigkeit so machen, wie es für euch am allerbesten passt. Und jetzt möchte ich euch einladen zu einer ganz bestimmten, wunderschönen Meditation, einfach mit der Sonne. Die Sonne hat so viel Kraft und sie wird uns über die Sonnenwesen für diesen Tag auch vorbereiten. Ich habe jetzt hier die 999, die nehme ich sowieso gerne, weil ich über die 999 dann immer sehr gut und sehr schnell hineinkomme in die Energie, in die Channel-Energie und die Quantenlicht. Das Quantenlicht nehme ich auch, weil das ja wohl jetzt eine größere Rolle spielt ab dem 9. April. Und danach werde ich noch ein bisschen die Musik laufen lassen, so könnt ihr dann langsam euch ausklinken und noch ein bisschen die Energien genießen. Smart.
Liebe Herzensmenschen, voller Freude begrüße ich einen jeden einzelnen von euch zu dieser Meditation mit anschließendem Channeling der Sonnenwesen. Und so beginne, um dich vorzubereiten, das Licht der Liebe einzuatmen. Das Licht der Liebe, welches aus dem Universum kommt, aus dem Zentrum von Gottes Licht. Und dieses Licht und diese Liebe fließt nun in dein Herz hinein. Und je tiefer du es fließen lässt, umso mehr spürst du die Energie der Liebe, wie sie dich trägt und schützt. Und so versuche ein wenig in dieser Energie zu bleiben, währenddessen ich die Wesen der Sonne rufe und die Energie sich weiter erhöht, wenn sie jetzt gleich zu sprechen beginnen. Geliebte Menschen der Erde, geliebte Menschenfamilie, wir, die Wesen der Sonne, sind eure Begleiter und wir freuen uns besonders, wenn wir Wärme, Lebenskraft und Heilung auf die Erde senden können. Und da wir immer bei euch sind, egal ob ihr die Sonne scheinen seht oder nicht, sind wir stets eng verbunden. Und heute möchten wir gerne ein Geschenk für dich überreichen. Denn die Sonnenenergie, die wir dir jetzt gleich senden möchten, ist heilend und tragend. Die Sonnenenergie ist für dich, für deine Zellen sehr wertvoll. Und wenn du einverstanden bist und dieses Geschenk annehmen möchtest, dann bitten wir dich, ein inneres Ja auszusprechen und dein Herz noch einmal zu öffnen, so weit, wie es dir möglich ist. Und so fließt nun mit deinem Ja unsere Energie direkt in dein Herz. Fühle, wie dein Herz erstrahlt und so groß wird wie dein ganzer Körper. Spüre die Verbundenheit von allem, was ist, und wisse, dass die Energie, die jetzt zu dir fließt, genau da wirkt, wo es gut und richtig für dich ist. Wisse, dass die Energie zu deinem allerhöchsten Wohle wirkt und all das möglich macht, was für dich vorgesehen ist und vielleicht jetzt in diesem Moment noch nicht richtig greifbar ist. Und so nimm dir nun ein wenig Zeit, um zu genießen, dass wir bei dir sind. Wir singen jetzt das Lied der Sonne, das Lied der Heilung und der Liebe. Und so nimm ein energetisches Sonnenbad und spüre, wie deine Lebenskraft sich stärkt, wie dein Elan sich vergrößert. Spüre unsere Nähe und wisse, dass wir stets verbunden sind. Wisse, dass wir alle ein Teil der großen Einheit sind, verbunden über das Licht und die Liebe. Und so singen wir weiter das Lied der Sonne. Die Energien berühren dich in deiner Seele.
in deinem Herzen, in deinem ganzen Körper. Berühren deine Zellen und das wertvolle Sonnenlicht fließt mit seinen Gaben in dich hinein. Ich gebe dir ein wenig Zeit, damit du dies genießen kannst. Und so ist es vollbracht. Du wurdest in deiner Einheit gestärkt. Dir wurde all das übergeben, was jetzt gerade für dich wichtig ist. Und voller Liebe verabschieden wir uns von dir mit dem Segen der Sonne, währenddessen du jetzt noch ein wenig in dieser Energie verweilen kannst. Thank you.